Hallo liebe Gaming-Freunde, freut mich, dass ihr wieder Lust habt auf einen weiteren Part von Immortals Phoenix Rising. Ich habe mal zwischendurch geschaut und geguckt. Ich habe mittlerweile verstanden, was hier das Problem ist. Und zwar, ich habe einfach das Rätsel schon gelöst, weil ich ja meinte, was ist denn hier los und so weiter. Hier war ja eine rote Wand. Ich kam da vorher gar nicht rein, ne? Ich Depp. Längst abgeschlossen und trotzdem versuche ich noch weiterhin zu lösen. Ja, wir gehen weiter. Folgen weiter der Story und der Haupthandlung. Müssen jetzt hoch. Den Fremden, ich denke mal diesen Dieb, der ist damit gemeint, der auch hier die uns die Armschienen wiedergegeben hat. Da sollen wir dann auf das Observatorium klettern. Gehe ich mal stark davon aus, da oben. Und dann gehen wir demnächst dann aber auch mal wieder ein bisschen weiter hier die Open World, also zumindest hier die Startinsel weiter erkunden und Prüfungen abschließen und so weiter, was wir da alles noch so haben, ne? Ich glaube, ich völlig wuppe, von welcher Seite ich da hochkletter. Hoffe ich zumindest mal. Ja, das scheint aber richtig zu sein. Da oben sind auch noch Kisten, ne? Eine habe ich ja schon aufgemacht. Eine ist irgendwie unten. Warte mal, ah ne, da war ja diese Kugel drin. Da scheint es noch einzugehen. Warte mal. Schauen wir mal ganz kurz nach, wenn wir jetzt schon hier so einen Eingang quasi um die Ecke haben. Ach, war das nicht? Ne, war das nicht. Ich dachte jetzt erst, das wäre das gewesen, wo es hieß, uns fehlt noch eine Fähigkeit. Da oben kann ich was einschlagen. So. Ich hoffe mal, das zählt jetzt so als leicht per se so, ne? Ja. Muss ich den vielleicht... Ja, lass doch mal los da. Kann ich jetzt da kloppen vielleicht? Sehr schön. Ich muss immer wieder sagen, es gefällt mir richtig gut, ne? Also, auch wenn ich mich teilweise echt wie so ein Hirni hier über den Rätseln anstelle. Da bisher überwiegend. Aber es macht schon Laune, dieses Erforschen, Gucken, Ausprobieren. Zieht sich zwar etwas für den letzten, also, Videopart technisch, wenn man denkt, jetzt sechster Part, wir sind immer noch auf der Hauptinsel. Startinsel, aber ich möchte halt ja auch gerne alles mitnehmen, ne? Hatte ich ja schon gesagt. Aber hier ist nicht, hier fehlt noch. Kommen wir denn da wieder raus? Ein Stein fehlt mir noch, ein dritter. Nee, ist einfach nur. Scheinbar einfach nur so ein Durchgang, ne? Ja, ja. Ich dachte vielleicht hier irgendwo so ein Stein. Der dritte. Aber ich glaube, ich kann x-beliebig irgendwas nehmen. Hauptsache es ist leicht. Ja, das mit der... Ah, fuck. Das mit der Ausdauer, da muss ich echt noch lernen. Das habe ich nicht so... Manchmal nicht so auf dem Radar. Wenn ich da so im Erforschertrieb bin. Der Decker dran. Was auch immer. Haha, hatte. Ja, oder ich stimme mich halt einfach selbst drauf, ne? Ja, eine Methode. Haha, ausgetrickst. Hoffentlich komme ich hier auch wieder raus. Steinglanzmaske. Ach. Falsche Taste. Sechs Sekunden lang 40% Schaden, wenn ein Gegner betäubt wird. Hm. Ach du meine Güte. Laufe ich herum wie die Viecher. Ja, später, ne? Situationsbedingt ist die garantiert nicht schlecht. Oder der Helm. Ja, ich glaube, das war einfach der Trick jetzt hier an der Sache, ne? Einfach rein, draufstellen und schnell rein. Noch eine Kiste weniger. Eine ist weiter weg. Ich schätze mal, die wird da oben sein.
Und eine ist da oben. Ja, aber schön. Und wieder eine weniger. Ein weniger auf der To-Do-Liste. Und den Bums, den hatte ich jetzt fertig, ne? Schon mal eine Sicht, Belohnungen, finde den, ja, das ist die Story, epische Truhe. Was hat denn hier? Achso, ist einfach ein Ort, okay. Schnellreisepunkt, markanter Fleck auf der Karte. Okay, das wird knapp. Sehr knapp, glaube ich. Aber ich habe genug Pilze. So, bis 17. Ja, sollte das reichen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, komm. Nur noch ein paar Meter. Jawohl. Wo ist er? Da vorne. Hier, was war mit der Kiste? Achso, die hatte ich offen. Aber... ich hatte jetzt abgeschlossen, verwirrt mich gerade wieder. Jedes Mal so verwirrend. Sie ist da, die Kiste. Ah, die soll ich. Zum Brennen bringen, ne? So wahrscheinlich. Nee. Das ist höher. Wenn die überhaupt so weit fliegen kann. Verglüht wahrscheinlich in der Zeit. Oder auch nicht. Die ist schon mal an. Jetzt ist die Frage, ob das auch... aha. Egal, wir folgen erstmal der Geschichte. Bevor es jetzt wieder so ein bisschen ausartet. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Du schmieriger Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich habe ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche! Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir? Es gibt kein Wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix, jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Gut, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war... dieses Monster! Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran.
Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich? Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du Typhon daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren! Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes! Ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Mir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt flieg zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phönix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu seinem wahren Schicksal lag vor ihm. Warte! Das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Er wird gleich springen. Sei still und hör zu. Ja, echt wahr, ey. Springen und dann Kreis gleiten. Hey, was ist denn dahinter? Alter! Gibt's denn da? Ja, die sieht ja total geil aus. Ja, die sieht so aus wie so ein Lava-Titan schon von Weitem irgendwie. Erdkern-Riese. Warte mal. Hatte irgendwie was von Assassin's Creed Odyssey. Alter Schwede, ey. Also schließe ich mich auf jeden Fall an. Also schon lange nicht mehr so einen langen Prolog gespielt. Aber gut, lag jetzt auch ein bisschen an mir, ne? Ich habe mich jetzt auch oft ablenken lassen. Hat sich aber allerdings auch gelohnt. Wir werden jetzt aber auch, ich denke mal, erstmal hier die Insel, soweit es geht, abschließen. Weil er spart uns auch jede Menge Backtracking, hoffe ich zumindest. Wird bestimmt auch, wird ja mal schöner. Wird zwar bestimmt eh noch einiges am Backtracking sein, kann ich mir vorstellen, dass wir hier und da mal am Fleck kommen, wo uns wieder mal eine Fähigkeit fehlt oder wir sind zu schwach etc. So ein Typ, das typische Open-World-Schema halt, ne? Alter Schwede, sieht so schön aus. Schick, schick. Ein Tornado, ne? Oder Wirbelsturm. Da ist er da. Ja, Naturgewalt. Na gut. Fangen wir mal hier an. Kurz nochmal. Ah, da haben wir schon mal einen Spalt. Ah, der ist zu. Ja, er ist zu.
Aber hier haben wir ein Loch in der Wand. Ja, hier war ich schon, das weiß ich. Hier waren wir schon einmal. So. Jetzt habe ich die Fackel zum Leuchten gebracht. Hä? Was? Gerne Herausforderung abgeschlossen. Was? Also hundertprozentig verstehe ich es trotzdem nicht. Die Fackeln sind an. Ja, ich glaube, ich hab's. Warte. Ich glaube, ich hab's. Ich habe erst versucht, hier so drum zu schießen. Ich fühle mir wieder ein, dieses. Hier die Farbe da oben auf der Plattform, wo wir gerade mit Hermes gesprochen haben. Warte mal. Scheiße, das muss irgendwie da durchgehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Brennt, 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 brennt. Jawohl, das war richtig. Ich habe es nämlich, wie gesagt, so außenrum versucht, aber nee, dachte ich mir. Habe ich irgendwann aufgegeben. Elbow Drop. Helm des Soldatenboots. Pups, pups. Ich war jedes Mal, weil es aber auch so oft ist, ne, dass das Menü einfach auf Start oder Option ist. Was haben wir denn hier für einen? Schaden mit dem Schwert. Oh, wir haben noch ein Schwert. Jacke wie Hose. Haben wir das Set komplett oder was? Rüste eine Rüstung mit einem passenden Helm aus. Ja, Trophäe. Ein komplettes Set. Sehen wir so aus wie ein richtiger Spartaner. Schwingen des Daedalus. Du kannst gleiten, gleiten, gleiten. Diese Schwingen wurden vom berühmten Daedalus persönlich hergestellt. Also pass auf, dass du der Sonne nicht zu nahe kommst. Ja, das ist das, was ich mal meinte in einer der vergangenen Parts, ne? Wegen Icarus und sein trauriges Schicksal. Da brennen nämlich die Federn weg. So, dann haben wir nur noch eine legendäre Kiste hier. Oder irgendeine epische, wie man möchte. Und dann sollten wir normalerweise rüberfliegen. Machen wir aber nicht. Ach, damit wieder. Ich glaube, Touchpad hatte ich zufällig herausgefunden. Touchpad gedrückt halten. Genau, da geht es direkt zur Karte. Der einzige, war die einzige dicke Kritikpunkt, so per se, den ich habe, ist, dass die Menüführung, also hier, das ist nicht gut. Diesen mit diesen Haken halt, also hier finde ich es sehr unübersichtlich. So, als nächstes würde ich sagen, ja, die Karte abarbeiten, ne? Hier den Versunkenen, dann gibt es hier noch dieses Rätsel. Ist auch unsere nächste Anlaufstelle. Weil dann haben wir die Insel eigentlich fertig und brauchen dann nur noch hier die Sachen. Und dann haben wir es. Dann haben wir dann auch garantiert fette Ausrüstung. Dann würde ich sagen, aber wir laufen jetzt nicht hin, sondern wir machen einen kleinen Sprung darüber. Okay, kein Fallschaden per se. Ja, ich denke mir, wir machen doch erstmal hier den. Die Kiste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das andere wieder sich ein bisschen zieht. Okay. Aber es könnte sein, dass wir hier zu früh sind. Auftauchen. Also, dass hier einfach die Ausdauer fehlt, ne?
Warte mal. Nein, ach. Ach so, das steigt. Nee, steigt nicht. Ich dachte, fährt irgendwie hoch, so die Plattform. So, erstmal ein bisschen erholen. Hallo? Ach so, das war's schon. Türpelz des Stolzes. Schauen wir uns. Wow. Nein, nein, nochmal nein. Schauen wir uns doch mal an. Verteidigung bei voller Gesundheit plus 250%. Das ist echt stark, ne? Da haben wir nochmal Gesundheitsfeld mehr und dann Ausdauerfeld mehr. Ja, situationsbedingt. Ich würde sagen, für den Kampf selbst. Vorausgesetzt halt, wir sind fit. Und ich würde so sagen, die ist erstmal gut zum Erforschen aufgrund von Klettern und wir brauchen ja die Ausrüstung, die Ausdauer. Na gut, dann bin ich der Part an der Stelle. Vielmals Dankeschön, tausend Dank an euch fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Und die Zeit, die ihr opfert, um mir hier zuzuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und hoffentlich bis bald. Tschüss, bis dann.